Mein Name ist Barbara Leudl, ich bin die Ausstellungskuratorin im Haus der Natur in Salzburg und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend unsere neue Dauerschau Eiszeit und Klima eröffnen dürfen. Es geht hier darum, dass wir das Klima der letzten 2,6 Millionen Jahre darstellen, nämlich das Eiszeitalter. Die Gletscher reagieren natürlich auf das Klima und dass das Klima so stark schwankt, erfahren wir mehr und mehr über die neuen Forschungen. Aber wenn man es langfristig ansieht, war das wahrscheinlich auch etwas Normales, dass die Gletscher zurückgegangen sind. Wir haben bei uns ganz ungewöhnliche Tiere gehabt. Elefanten, also Mammuts, sind bei uns wahrscheinlich noch vor 18.000 Jahren herumgelaufen. Es gab riesige Löwen, Höhlenlöwen, sicher sehr, sehr gefährliche Tiere. Sehr interessant ist, dass in dieser Zeit eben auch der Mensch aufgetaucht ist, die Gattung Homo in Afrika sich entwickelt hat und dann aus Afrika hinausgewandert ist in die Welt.